Homeoffice oder ins Büro kommen? Eine große Frage seit Corona. Davor gab es das Thema Homeoffice auch schon, aber in einem viel kleineren Umfeld. In der Corona-Zeit mussten wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Wir mussten die technische Infrastruktur schaffen. Wir mussten schauen, dass wir unsere Prozesse weitestgehend digitalisieren, um Homeoffice zumindest in den Bereichen, in denen es möglich ist, auch zu verwirklichen. Und jetzt sitzen alle zu Hause und wir merken, irgendwas müssen wir wieder zurückdrehen. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich zu Hause gut eingerichtet und fühlen sich dort vielleicht auch wohl. Aber das Miteinander und das soziale Interagieren innerhalb der Firma bleibt dabei auf der Strecke. Und es ist auch so, dass viel Wissensmanagement darüber stattfindet, dass die Menschen sich informativ auf den Gängen unterhalten, dass sie sich beim Espresso treffen, dass sie sich in der Zigarettenpause treffen und dass sie einfach Kommunikation stattfindet und Präsenz stattfindet, die dazu führt, dass die Menschen sich über mehr unterhalten als über Agendas, die sehr, sehr eng getaktet in dem digitalen Raum stattfinden. Also versucht, eure Mitarbeitenden wieder zu mobilisieren, dass sie zumindest ein paar Tage in der Woche präsent da sind, dass ihr Präsenzmeetings wieder macht, dass ihr vielleicht auch Wochenenden oder Präsenztage unter der Woche stattfinden lasst, wo die Menschen sich wieder begegnen. Denn die Bindung der Kolleginnen untereinander, die führt dazu, dass sie sich auch als Unternehmen gebunden fühlen. Und damit wird eure Fluktuation der Mitarbeitenden geringer und ihr schafft es mehr, ein Miteinander zu fördern, was wieder gewinnbringend für euer Unternehmen ist.